Stick Pipe. Das kriegen wir hin. Das sollten wir hinkriegen. Logistic Chassis Pipe. Okay. Haben wir die eigentlich schon hier eingespeichert? Die Provider, ja, haben wir. Machen wir 32 draus. Ist jetzt irgendwie so ein klein bisschen umständlich, das Ganze, aber irgendwie muss man das ja lösen. Ich mach schon wieder eine halbe Stunde aus, das will ich eigentlich schon gar nicht. Das ist mir fast schon wieder zu lang. Aber anders ist das jetzt gerade nicht möglich. Ich möchte ja schauen, dass ich zumindest das ein bisschen hinkriege. Noch kurz, deswegen spicke ich nochmal. Ja, ich weiß, man spickt eigentlich nicht. Okay, das ist ein... Die halt einfach alle Items ins Void schickt. What the fuck? Das ist Logistic Chassis MK1. Hier sind Provider Logistic Pipes. Und was ist das? Das ist auch eine Provider. Und das funktioniert so? Okay, das ist natürlich echt praktisch, wenn das schon so funktioniert. Also wir bauen einmal die Chassis 1 noch. Provider haben wir. Normal Logistic Pipes brauchen wir eigentlich wahrscheinlich eher weniger. Hier ist die Chassis MK2. Da haben wir noch eine, das ist auch eine Basic. Und hier ist noch eine, ein Power Junction. Gut, das muss ich mir merken, Power Junction. Power Junction und Chassis 1. Power Junction und Chassis 1. Power Junction und Chassis 1. Hier ist, das ist der Request Table. Das ist falsch. Hier den, warte mal, erstmal die Chassis 1. Mach die Redstone und zwei Eisen. Und eine Basic Pipe. Zack, zack. Und hier ist die Basic Pipe. Dann machen wir dann auch mal gleich 32. Und dann sollte das passen. Und das hat gut funktioniert. Gut, dann haben wir die Dinger. Request. Oh Gott, hier ist die Request. Dann brauchen wir noch einen Energy. Ne, genau, einen Power Junction. Oh Gott, ist der ein billig. Das waren 6. Power Junction. Dann brauchen wir noch ein Solar Panel. Dann werden wir noch ein Solar Panel 4 raus. Zum Powern. Ich meine, wir haben sie ja. Also letztendlich brauche ich eigentlich den Reaktor überhaupt nicht als Energiequelle, aber. Der Reaktor hat halt einfach Stil, deswegen behalte ich ihn auch. Und mit dieser Zeta Industries Batterie, die ich dann auch noch bauen werde, sollte es eigentlich auch gehen dann. Dann bauen wir noch 2 Gold.
Und dann sollte es eigentlich schon direkt machbar sein. Dann holen wir nämlich noch die hier. Dann haben wir auch hier irgendwo jetzt die Goldpipes. Genau. Davon holen wir jetzt einmal schon mal einen Stack raus. Und dann probieren wir das auch einfach schon mal. Jetzt müssen wir halt nur noch schon ein bisschen vorausplanen für die Zukunft, was Haus betrifft. Damit ich das auch gleich schon an eine sinnvolle Stelle packe, das Ganze ist wow. System, sage ich mal. Die nehmen wir mal mit. Zack, zack. So, das Feld kommt jetzt erstmal weg. Das ist hier aktuell mein Lager. Und wo ist eigentlich meine Dolly? Hier ist die Dolly. Packen wir nämlich die Kisten mal einfach definitiv kurz woanders hin. Und weil mit der Dolly kann ich ja danach zum Glück halt auch meine die ganzen Barrels umstellen. Was einfach so gut ist. Allerdings muss ich mein Lagersystem ein bisschen umstrukturieren dadurch jetzt. Das weiß ich aber schon. Weil die Chassis muss oben hin. Und ein paar andere Sachen weiter runter. Und das Ding ist, ich glaube, ich kann jetzt halt so. Oh, doch, ich kann sie so umstellen. Oh, wie cool ist das denn? Okay, aber dann machen wir das jetzt ein bisschen anders. Ich weiß nicht, also ich habe so etwas, das ich ganz gerne probieren möchte, ob das funktioniert. Ich meine nämlich, es müsste theoretisch funktionieren. Aber wenn ich mir das hier nämlich so ansehe, die Konstruktion. Ja. Dann würde es theoretisch reichen, wenn ich die Barrels quasi so anordne, dann auf die Rückseite nochmal welche. Dass ich quasi nur halb so viele Provider brauche wie MK1. Das dann eigentlich auch funktionieren sollte. Daraus machen wir dann immer Achterzellen. Das ist jetzt so das, was ich vorhätte. Theoretisch. Ja. Das probieren wir dann mal schnell aus. Aber zuvor muss ich dann hier noch schnell ein bisschen Platz machen. Warte, das muss dann so. Also Cobblestone. Dirt. Gravel. Flint. Obsidian. Das Ding ist halt, die kann ich dann auch sogar noch gleichzeitig über die Quarry befüllen. Nämlich von unten. Warte mal, aber ich möchte eigentlich jetzt nicht Diamanten da haben. Sondern eher noch andere Blöcke, wie zum Beispiel jetzt hier Netherrack. Und so sind mal. So, und jetzt hatten wir noch was ganz anderes. Wir haben ja 32 Provider, dann holen wir uns jetzt hier nochmal einen Stack von denen hier. Wollen wir jetzt zwar für den Anfang eh nicht, aber hey, wen juckt's? Die brauchen wir jetzt aktuell eh noch nicht, aber dafür die Provider werden wir brauchen. Sieben, acht, so. Jetzt kommt dann hier auf die Rückseite kommen weitere Barrels. Das machen wir natürlich auch wieder mit einer Dolly. Da kommt hier dann Holzen. Glas. Das Zeug. Von Appetite. Das Ganze muss ich dann halt danach
von unten, ja, wie ich die von unten dann mit den Pipes hier befüllen. Da muss ich das nämlich nicht über Logistik-Pipes machen. Was wahrscheinlich auch gehen dürfte. Worauf ich aber jetzt eigentlich keine wirkliche Lust habe. Kohle und das hier. So. Wollen wir jetzt da oben die goldenen. Darauf dann die hier. Hallo? Ah, dann haben die einfach noch keinen Sound. Weil die hinstellt. Auch gut zu wissen. Das ist hier die Power Junction. Genau, so. Und hier unten kommt dann die gleiche Mechanik nochmal hin. Also ich weiß nicht, ob... Also das kann ich... Kann ich dann auch nach oben beliebig erweitern. Also eigentlich würde ich es zwar lieber zur Seite machen, also quasi hier hinten dann, dass es halt so ein abgegrenzter Raum ist, den man auch zur Not zu Fuß begehen kann. Das wäre quasi der größte Traum. Das finde ich richtig awesome, wenn das geht. Was sicherlich der Fall sein wird, dass es geht. Dann machen wir hier einen zweibreiten Gang und dann kommen hier jetzt die ganzen anderen mehr Materialien. Zack. 3, 4, 5, 6, 7 und dann hier noch der nächste. 8. Dann kommen hier wieder die diese Pipes rein. Die halt irgendwie, warum auch keinen Sound haben. Dann sehen Sie es, und man sieht hier, also das System ist relativ groß. Und dadurch, dass man hier überall Fassaden dran klatschen kann, wird das in der Wand später überhaupt nicht auffallen. Was halt einfach unendlich cool ist. So. Kommen hier erstmal noch 5 weitere Barrels, die wir irgendwo noch haben. Normal. 1, 2, 3, 4, 5. Die jetzt dann auch gleich noch weitere Sachen reinkommen. Nämlich sah ich hier zum Beispiel noch nicht filtern konnte. Wie. Oh, Menschen, haben wir gleich. Rubies. Also den Mist hier. Der kommt da zum Beispiel rein. Und das sind dann auch schon mal. Nein. Die hier sollen hier rein. Und dann haben wir immer noch 2 über, für die ich aktuell noch keine Verwendung habe. Was da reinkommen könnte. Ah, Uran. Also, dieses Uran könnte ich noch einlagern. Und sonst ist eigentlich. Ah, Platin muss noch rein. Genau. Platin hatten wir noch gar nicht bisher. Ich mag nämlich keine Monster. Das ist nämlich sehr doof, wenn man Monster hat. Okay, ich nehme glaube ich doch zur Stunde auf. Ich schaue jetzt eh schon wurscht. Genau, so.
Und dann haben wir jetzt hier schon mal ein kleiner, also ein bisschen kleineres Logistik-Pipe-System. Aber das Wichtigste haben wir halt schon mal. Und das Zeug, was schon drinnen ist, was anders kommt da auch gar nicht mehr rein. Das ist ja das Coole dran. Naja. Und dann brauchen wir jetzt noch letztendlich noch die ganzen restlichen Dingens. Wo war denn das? Hier ist eine Logistikpipe. Die hier brauchen wir, die hier brauchen wir. Da muss ich nochmal spicken gehen, gleich. Ich hoffe mal, da wird nichts dagegen gehabt, dass man da spickt. Beziehungsweise, dass ich da spicke. Ich gehe jetzt aber eigentlich mal nicht davon aus, dass da was dagegen gehabt wird. Weil ich schaue ja nur nach, wie das funktioniert. Also, wenn dann denke ich, versteht man es eher so als Kompliment. So. Power haben jetzt die Pipes auch. Da muss ich jetzt noch hier nachschauen. Also da ist ja die eine Pipe. Muss noch ein letztes Mal schnell spicken. Die Pipe vorne geht in die eine Kiste rein. Also alles ja Kabelsplitter, ne? Und dir wird von hinten bedient. Okay. Habe ich die Diamond-Schicht jetzt eigentlich eingespeichert im Table nicht, ne? Nö, habe ich nicht. Ich bin dumm. Ja gut, andererseits. Aktuell sollten zwei normale Kisten eh noch reichen. So, und hier kommt dann die hier ran. Ja, das einzige Problem ist jetzt, was ich hier habe. Ich würde eigentlich ganz gerne, dass das nur auf links connected ist. Wie auch bei ihm drüben. Nicht so was hin. Gut, dann kriegen wir jetzt hier das noch schnell ein Setup. Das war nur die kurze Frage, wenn ich jetzt hier. Ja, es ist noch ein bisschen was anders. Ich weiß gerade nur noch nicht was, aber ein bisschen was hat er anders als ich. Ja, er kommt, glaube ich, gleich, um mir zu helfen. Jetzt das hier noch schnell aufbaue.
irgendwie verbunden ist da schon teilweise was. Also hier unten sind die Provider. Nein, ah, Kopf ist das. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Aber er muss auch rüber. Ist hier irgendwo eine Tür? Ja, man kommt noch irgendwie rein. Bei mir ist das ja prinzipiell auch nichts anderes. Aber ich weiß nicht, warum das bei ihm connected ist und bei mir nicht. Das ist so gerade leicht das Problem, das ich habe. Wäre vom Verständnis her. Ist mit der Logistikpipe hier an auch eine. Also die Energie ist auch an der Logistikpipe dran. Also wie man sich hier noch auskennen will, ist mir aber auch ein Rätsel. Okay, ich habe noch ein bisschen was anders. Vielleicht liegt es ja daran. Vielleicht haben wir aber das Problem, dass hier eine Pipe ist. Jetzt habe ich es geschafft. Mal, vielleicht ist es auch. Lol, wie ist denn hier überhaupt eine Logistikpipe drin? Wieso geht das raus? Das soll doch. Geht das auch rein? Das wäre nämlich mindestens genauso wichtig. Was soll denn jetzt bitte gemacht? Ich habe keine Ahnung. Oh. Warte, Eisen? Hä? Au. Ah, die hier. Die
Wir haben eh einen EMC. Na gut, wenn die eh einen EMC haben, ist das ja easy. Die roten haben aber 64 von und 4 kriegt er eh wieder zurück. Da ist eh schon eins drin. Ah, okay. Wow. Das ist etwas aufwendiger, als ich gedacht habe, das Ganze. Es ist ja schon wieder Nacht. Warum ist das schon wieder Nacht? Was macht der Gute da vorne? Was sortiert der denn jetzt bitte ein? Egal. Ich muss das Ganze eh noch ein Stückchen optimieren. Ich wusste jetzt weiß ich zumindest, wie Logistik-Pipes funktioniert. Wusste ich bis dato ja auch nie. Zumindest das Lager kann ich jetzt machen. Ich weiß. Wow. Das war fast ein Stückchen knapp mit dem Creeper. Der hätte mich wahrscheinlich gekriegt und hier meine gesamten Anlagen in der Luft gejagt. Genau deswegen mag ich keine Nacht. 32 und 33. Okay, das Ding ist ja eh dafür ausgelegt, die Kapazität noch zu verdoppeln von dem Ganzen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Okay, Gunpowder passt ja nun nirgendwo rein. So, wenn ich jetzt hier mal requeste, sage ich, hätte gerne plus. Wenn es der Cobblestone nun requestet ist. Okay. Dann sollte der jetzt gleich ankommen. Cool, dann ist er jetzt da. Wenn ich das jetzt im Gegenzug hier reinlege, dann sollte das auch gleich ausgehen. Ah, und jetzt hat er auch den Weg schon gefunden. Ist jetzt nicht so ultra schnell, aber effektiv. Gut, wir haben ein Lagesystem. Das ist ein sehr automatisches einigermaßen. Jetzt müssen wir dann hier halt nur noch das hier wieder regeln. Dass unser Output automatisch outgeputtet wird und so ein Käse. Das ist noch wichtig. Okay, der Dummel Pub ist erst hier drüben. LOL, wieso habe ich jetzt auf einmal so viele?